Meine Damen und Herren, liebe Vereinsmitglieder und Gäste, wenn Sie dann auch da sein sollten, sehr herzlich begrüße ich Sie heute Abend zu unserem zweiten Zoom-Vortrag. Meine Damen und Herren, es geht heute in dem Vortrag um die Frage der ökologischen Belastungen der Meere und anderer Gewässer durch die Schifffahrt und darum, mit welchen Mitteln diese Belastungen, von denen auch die Häfen, auch unser Hafen betroffen ist, reduziert werden können. Diese Problematik ist in Anbetracht des Umfanges und der Bedeutung der Schifffahrt von absoluter Wichtigkeit und nicht zu unterschätzen. Dieses Thema, meine Damen und Herren, hatten wir bereits in unsere Planung einbezogen, als wir über das Umweltthema Insekten in Gefahr geplant hatten, und wir hatten eigentlich diesen Vortrag bereits im April hören wollen. Der Vortrag trägt den Titel Green Shipping mit dem Untertitel Seefahrt und Umwelt. Sie haben diesen Titel gelesen und unser heutiger Redner ist Professor Giere, den die meisten von Ihnen sicherlich als Professor unserer Universität und vor allen Dingen auch aufgrund seiner Vorträge, die er bei uns in Mehrzahl schon gehalten hat, interessante Vorträge, wie wir alle erinnern werden, sehr gut kennt. Ich möchte dennoch ein paar kurze Worte, damit die Einleitung vollständig ist, zu seinem beruflichen Werdegang sagen. Bitte um Verzeihung, wenn das also nicht so ganz vollständig wird, weil ich meine Unterlagen hier nicht sehe. Also Herr Giere hat Zoologie, Hydrobiologie, Fischereibiologie und Botanik studiert in Göttingen, Kiel und Hamburg, wenn ich es richtig erinnere, wurde in den 70er Jahren, ich glaube 73, in Hamburg promoviert. Und in den 80er, zu Beginn der 80er Jahre in Hamburg ebenfalls habilitiert, und zwar für die Fächer Zoologie und Ökologie. In den 80er Jahren ist er dann auch Professor an der Hamburger Universität am Zoologischen Institut geworden. Seine Arbeitsgebiete sind mannigfaltig und haben sehr wohl also mit dem heutigen Abend zu tun. Er hat sich mit der Majofauna beschäftigt. Er hat sich mit Lebensumständen in sauerstofffreien, schwefelwasserstoffreichen Gewässern, insbesondere der Tiefsee, aber auch in dem Flachmeeren beschäftigt. Er hat insbesondere beforscht die Symbiose von Würmern mit Bakterien in deren Integument, die in der Tiefsee, aber auch im Flachmeer vorkommen, und hat hier also ganz bedeutende Beiträge, die international angesehen sind und renommiert sind, geleistet. Zugleich hat er sich aber auch im Zusammenhang mit Tankerunglücken in den Küstengewässern und der drohenden Gefahr für die Nordsee-Anrainerstaaten damit beschäftigt, welche Schäden Rohöl- und Tankerunglücke auf die Fauna der Küstenländer und Küstenregionen ausüben können. Sie sehen, das ist also schon ein bisschen in der Nähe des heutigen Themas. Ich glaube, das gibt ein kleines Bild von unserem Redner, den ich sehr herzlich begrüße und bei dem ich mich dafür bedanke, dass er heute Abend unseren Vortrag gestaltet und vor allen Dingen dieses auch unter diesen Umständen der digitalen Übertragung tut. Ganz herzlichen Dank dafür. Und noch eine kurze Bemerkung. Der letzte Vortrag von Herrn Schmidt-Reser über die Osterinseln ist mittlerweile im Internet verfügbar. Sie können ihn sich anschauen, wenn Sie in Ihren Browser YouTube Naturwissenschaftlicher Verein Hamburg eingeben. Dort sehen Sie dann die Auswahl von 3 bislang verfügbaren Videos, unter anderem eben diesen von Herrn Schmidt-Reser. Und Sie haben die Gelegenheit, durch Anklicken des entsprechenden Bildes noch einmal in diesem Vortrag zu erleben. Ich danke Ihnen sehr herzlich und jetzt hat Herr Giere das
Wort. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag, lieber Herr Kollege. Ja, hallo, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer und Zuhörer. Ich würde gerne jetzt im Hörsaal stehen und Sie alle live sehen und begrüßen, aber die Zeiten sind nun einmal nicht so. Luftverschmutzung durch Straßenverkehr oder hohe Emissionswerte in Ballungsräumen, das ist für uns alle ein zentrales Thema. Aber wie steht es damit auf der See? Man hört in Relation dazu eigentlich sehr wenig. Und wir denken immer noch, oder sehr viele von uns denken bei Seefahrt immer noch an frische Seeluft und große Erholung. Aber viele Seebereiche, gerade die Küstenbereiche und natürlich die Häfen, sind ebenso hoch mit Schadstoffen belastet, wie das Land es ist. Nur sind für uns die Ursachen dafür oft weniger sichtbar. Und nachdem, wie Herr Schliemann sagte, schon ich über Öl einiges getan habe an den Küsten, packte mich dieses Missverständnis, dass die See die reine Erholung sei, und reizte mich immer. So habe ich im Laufe der Jahre eine Menge Literatur dazu gesammelt und darüber möchte ich ein wenig berichten. Deshalb habe ich diesen Vortrag Green Shipping genannt, Seefahrt und Umwelt. Der Welthandel, meine Damen und Herren, besteht oder wird zu 90% vom Schiffstransport geleistet. Und dabei stößt natürlich die Schifffahrt eine Riesenmenge Schadstoffe aus. Allerdings, das muss gesagt werden, global gesehen, trägt die gesamte Schifffahrt nur etwa 3% des CO2-Ausstoßes bei. Bei Stickoxiden und bei Schwefeloxiden sind es knapp 15%. Feinstäube kommen dazu. Aber diese Schadstoffe sind natürlich besonders konzentriert in Häfen. Und dort haben sie zumindest phasenweise eine Konzentration, die der in vielbefahrenen Kreuzungen, hier zum Beispiel nebenan die Grindelkreuzung oder aber auch in chinesischen Großstädten, durchaus entspricht. Dies ist die Hafenpromenade von St. Pauli. Ganz so schlimm ist es nicht mehr, denn dieses Bild ist 125 Jahre alt. Aber so etwas sollte man heute eigentlich, so muss ich genauer sagen, nicht mehr erleben. Ein Tanker vor der Silhouette New Yorks oder ein Frachtschiff. Das sind Situationen, die man sich nicht wünscht. Nun, worüber will ich reden? Die Vielfalt ist groß. Zum ersten Schadstoffe aus dem Schiffsbetrieb. Unterzuteilen ist das in Treibstoffe für Schiffsantriebe. Da gibt es interessante Entwicklungen. Und dann die die Emissionen, welche Reinigungswege gibt es da, welche Möglichkeiten. Ein Seitenaspekt davon sind, habe ich tituliert, grüne Häfen. Für uns nicht unwichtig. In einem weiteren Abschnitt möchte ich auf biologisch bedingte Probleme der Meeresumwelt eingehen, die mit uns zu tun haben, an der Küste, in Häfen, durch sogenannte invasive Arten. Ich werde erklären, was man darunter versteht, aber Sie können sich aus den Untertiteln das schon denken. Schiffsbewuchs, Englisch Fouling und Ballastwasser. Beides, Sie werden es sehen, sind wichtige Komponenten, die Probleme aufbereiten mit enormen Kosten. Nun, zurzeit ist die Schifffahrt im Umbruch. Neue Treibstoffe werden laufend entwickelt, neue Antriebe, neue Schiffskonstruktionen. So wird der Vortrag einen Blick voraus oft werfen mit Schiffen, die ich zeige, in Versuchsstadien. Das ist noch alles oft nicht spruchreif, oft ja, oft noch nicht. Ich sage gleich, dass ich viele weitere Umweltprobleme, die mir sehr am Herzen liegen, aber aus Zeitgründen hier nicht erwähnen kann. Zum Beispiel Plastik im Meer oder die Rolle der Windturbinen, die Ölverschmutzung, Herr Schliemann hat es angesprochen. Auch Aquakulturen werde ich nicht weiter erläutern können,
wenn Sie dazu Fragen haben, gerne, aber das würde den Rahmen sprengen. Nun zu den Treibstoffen oder zu den Schiffsantrieben. Sie wissen, dass bisher zumindest alle Schiffe fast alle mit Schweröl fuhren. Schweröl ist im Grunde, stellen sich flüssigen Asphalt vor, warmen flüssigen Asphalt. Das ist der schmutzigste Treibstoff überhaupt. Extrem hohe Schwefelverbindungen, Stickoxidkonzentrationen sind immens, aber weniger sichtbar, aber sehr biologisch sehr schädlich sind aromatische Kohlenwasserstoffe. Mehr sichtbar ist Ruß, Feinstaub. Das alles sind klassische Emissionen von Schweröl. Nun, daraus sehen Sie schon, neue Maßnahmen sind nötig geworden. Neue Treibstoffe und effektive Abgasreinigung sind zwingend. Bevor ich auf diese neuen Maßnahmen eingehe, ganz kurz noch eine Frage, die immer wieder auftaucht, oder ein Problem. Welche Verbrauchswerte sind denn gegeben? Von welchen Emissionswerten reden wir? Und wenn Sie da die Literatur durchgehen, Sie finden so viele Angaben, wie Sie Klicks in den Unterlagen oder in Ihren Zeitschriften finden. Das hängt von der Größe der Schiffe ab, von den Typen der Schiffe. Es hängt, und das muss ich leider sagen, sehr stark ab von der Interessenlage der Autoren dieser Artikel. Sie finden massiv falsche Angaben in der Literatur dazu. Meist geht das schon los, dass die Werte, die angegeben werden, nicht sich auf gleiche Grundeinheiten beziehen, also spezifisch sind. Bei Transportschiffen pro Gewicht und Strecke oder bei Personenschiffen pro Person und Strecke. Das wäre eine klare Angabe, die Vergleiche erst möglich macht und die statistisch einwandfrei ist. Da gab es unendliche Streitigkeiten vor Jahren. Ein Beispiel oder zwei Beispiele. Der CO2-Ausstoß eines großen Containers, nehmen wir den mal. Wenn ich den messe pro Kilometer gefahren und pro Tonne Gewicht, ist geringer als der eines LKW. Wieder pro Kilometer gefahren und pro Tonne. Zu dem Transport von Personen. CO2-Ausstoß eines mittleren Kreuzfahrtschiffes ist extrem hoch. Das ist ganz sicher. Berechnet pro Kilometer und Person und transportierter Person liegt er etwa gleich viel dem eines PKW. Nun sind auf dem Kreuzfahrtschiff 4.000, 5.000 Personen. Und das relativiert alles. Und wenn man noch die Fahrtstrecke pro Tag zugrunde legt, dann wird das Ganze noch weiter relativiert. Also solche Vergleiche sind entsetzlich schwierig. Ich habe Unterlagen dazu, aber wir sollten, wenn wir sowas anstellen, immer saubere Bezugsgrößen wählen. Und hinzu kommt, diese Schadstoffe, von denen ich rede, sind natürlich konzentriert in Küsten und in Häfen. Es ist also zweifellos nötig, nicht, dass ich missverstanden werde. Wir brauchen neue Treibstoffe, wir brauchen neuartige Antriebe und effektivere Abgasbehandlungen. Wie kann man das weltweit erreichen? Nun, in der Seefahrt, im Gegensatz zum Land, gibt es einen großen Vorteil. Es gibt die IMO. IMO steht für International Maritime Organization, eine UNO-Organisation, der alle wichtigen Schifffahrtsländer zugehören. Wenn Sie dieser IMO-Organisation angehören, dann sind die Regeln, die die IMO erlässt, gesetzlich vorgeschrieben in den jeweiligen Staaten. Sie kann also sehr effektiv regeln. Sie ist eingriffsmächtig. Die Kontrollen gehen über Audits, die gehen über die Kontrollen in Häfen, die Schiffslogbücher werden eingesehen. Und die IMO setzt massive und gefürchtete Strafen aus. An die Kette legen, bis geforderte Gelder gezahlt sind, ist nur eins davon. Zugang zu Häfen verbieten. Dieses hübsche Kreuzfahrtschiff
das jetzt Kurs nimmt auf einen der schönsten Häfen, schönsten Fjorde in Norwegen, hat, hier sehen Sie es, eine Riesenfahne an Schadstoffemissionen, weil es mit Schweröl fuhr, was dort strikt verboten ist. Es wurde dabei erwischt, wurde festgelegt. Die Strafe in Geld ist gar nicht so schlimm, aber was viel mehr schmerzt bei Kreuzfahrtschiffen, der Besuch, die Wiederkehr dieses Schiffs und auch der anderen Schiffe der Reederei in diesem Fjord wurde fortan verboten. Damit ist das natürlich eine massive Strafe. Die IMO hat das Ziel, dass der Schadstoffausstoß generell an Treibhausgasen, an maritimen Treibhausgasen bis 2050 um 50% gesenkt wird. Aber im Unterschied zum Land, da hat man ja auch diese 50%-Grenze, wird von der Basis 2008, also sehr viel näher heran an dem jetzigen Zustand. Auch 2030 soll schon der Senkungsgrad auf 40% erreicht werden. Das ist das Neueste. Die eine ganz drastische IMO-Regularie ist am 1. Januar dieses Jahres installiert worden. Es ging sogar durch die Presse. Die Schwefelabgase, die Schiffe ausstoßen weltweit, sind von bisher 3,5% bei Schweröl auf 0,5% zu senken. Eine Reduktion schlagartig um 70%. Schlagartig für Außenstehende. Angekündigt war das, beschlossen war diese Regelung vor 5 Jahren schon, für 2015. Also fährt man jetzt, wenn man nicht besondere Reinigungsmaßnahmen ergreift, statt mit Schweröl, mit Low Sulfur Fuel, wie es so schön in der Schifffahrt heißt, das einen Ausstoß von 0,5% hat. Und wenn man ganz nahe der Küste ist oder in Häfen oder in besonderen Schutzgebieten wie der Ostsee und Teilen der Nordsee, dann reichten diese 0,5% noch nicht mal. Dann ist die vorgeschriebene Größe 0,1%. Die fahren mit Schiffsdiesel. Ich zeige Ihnen mal das hier. Hier sehen Sie sehr deutlich, dass das eine Zwischenlösung. Hier ist der 1.1.2020 von 3,5 auf 0,5% zu senken. Für alle Schiffe, die eine gewisse Größe übertreffen. Also nicht die kleinsten Boote, nicht, aber alle seegängigen Schiffe. Und in den ECAs, also in diesen besonderen Zonen, zu denen die Ostsee gehört und Teile der Nordsee, da und in Häfen, da ist diese Grenze schon früher runtergedrückt worden auf 0,1 2015. Sie sehen daraus, ich sollte vielleicht noch sagen, alle Bilder, die ich zeige, wo keine extra Herkunftsangabe steht, sind Bilder aus dem Internet. Ich sollte darauf hinweisen, als Resultat dieser einführenden Erläuterungen, schwefelarme Treibstoffe, wie immer sie erzeugt werden, sind dringend nötig. Die Emissionen müssen runtergehen. Die IMO kümmert sich nicht nur um Schwefeloxid-Emissionen, sondern als nächstes großes Ziel auf diesem Gebiet ist der Stickoxidausstoß, der abgestuft schon jetzt reduziert werden, ab 2021, also ab demnächst, abgestuft reduziert werden muss. Und ich glaube, 2025 auch eine kräftig reduzierte Obergrenze haben muss. Es gibt auch noch andere Regelungen, die wichtig sind, die IMO macht. Das sind biologische Regelungen, zum Beispiel, da kommen wir noch auf Ballastwasser oder Lärmbelastung durch Seefahrt, von Lärmbelastung von Tieren oder die polaren Gebiete mit ihrer besonderen Empfindlichkeit, ökologischen Empfindlichkeit. Auch da hat die IMO jeweils ein wichtiges Wort zu reden. Nun kommen wir kurz auf diese neuen, reineren Treibstoffe zu sprechen. Der Renner, so scheint es sich in der Entwicklung, wird sein Liquid
Natural Gas oder Liquefied Natural Gas. Das heißt nichts weiter als flüssiges Methan. Das wird noch nicht, aber es wird wohl in der Zukunft der wichtigste Treibstoff werden. Methan hat Vorteile. Methan gibt es reichlich. Methan hat eine hohe Energiedichte. 99% weniger Schwefeloxide und Feinstaub. Und das ist enorm. 85% weniger Stickoxide und insgesamt 25% weniger CO2-Ausstoß. Also der ökologische Gesamtindex von LNG oder Flüssigmethan ist enorm günstiger. Es ist teurer als Schweröl, aber dennoch wird es wohl der Zukunftstreibstoff werden nach den jetzigen Hochrechnungen. Schon jetzt fahren die Hälfte aller Neubauten der Schiffe, von Schiffen mit LNG. LNG hat als weiteren Vorteil eine einfache Technik. Erdgas wird gereinigt, verflüssigt, bei minus 163 Grad transportiert. Wir reden bei unseren hoffentlich bald einsetzenden Impfstoffen von Problemen mit minus 80 Grad. LNG muss bei 163 Grad minus transportiert werden und das wird transportiert über die Ozeane und das klappt ohne Probleme. Die größten LNG-Produzenten heute sind die Golfstaaten und es ist Australien. Hier sehen Sie aus den Golfstaaten, aus Oman, eine Erdgasproduktion. Das Erdgas wird hier verflüssigt und durch diese Rohrleitungen, die man hier sieht, auf diesen LNG-Tanker geladen. Hier sehen Sie solche vier Kugeln. Das ist ganz typisch. Das ist ein typischer LNG-Tanker. Die Kugelform deswegen, weil sich in der Kugelform, so haben mir die Fachleute gesagt, das Material, das Gas am besten isolieren lassen kann. Und es gibt auch noch andere Vorteile. Wir werden uns an den Anblick solcher Kugeltanker auch in der Elbe bei der Einfahrt in den Hafen in der nächsten Zeit gewöhnen. Das wird kommen, und zwar häufiger und häufiger. Wenn es dann im Hafen ist, kann dieses LNG weitergegeben werden an Tankschiffe vor Ort. Das ist hier im Hamburger Hafen und die Schiffe können dann LNG übernehmen. Das geht natürlich auch direkt. Und manchmal, es gibt auch schon Schiffe, die auf hoher See verflüssigen und dann direkt an andere Häfen an andere Schiffe weitergeben. Aber die Manöver auf hoher See sind vor allem bei Seegang ein Problem. Und damit stoßen wir an einen Nachteil. LNG hat eine kurze, hat nicht die Leistungshöhe von Schweröl. Das heißt, bei Überseetransporten können die Schiffe nicht so viel tanken. Sie müssen irgendwo auftanken. Und diese Zwischenstationen kosten Zeit, sind teuer, das kostet Gebühren und noch sind sie nicht überall entwickelt. Zum Beispiel bietet sich das an, dann LNG zu fahren bei Kreuzfahrtschiffen, die natürlich sowieso in den Häfen, die interessant sind, anlanden. Und während die Touristen dann die Gegend angucken, kann das Schiff LNG tanken. Also eine geringe Reichweite ist ein Nachteil. Hier sehen Sie die AIDA Nova noch nicht als, das ist das Demonstrationsmodell. In Wirklichkeit sieht die hier vorne in dem Anstrich etwas anders aus, aber das ist alles. Die kann mit LNG fahren, die kann es auch, und wir kommen auf diese Dinge noch zu sprechen, mit Diesel fahren. LNG-Betrieb ist vorgeschrieben in den polaren Gebieten für Fährschiffe, die in kurzen Abständen in ihre Häfen kommen und nachtanken können, ist das kein Problem. Ein Problem ist es bei den Arktis-Schiffen, die die arktischen Gewässer als Handelsrouten nehmen, zunehmend. Da ist Russland ganz groß im Geschäft, denn da oben haben die Tankstationen, wo die Schiffe, die vorbei reinkommenden Schiffe, LNG nachtanken können. Aber dieses wunderschöne Bild
zeigt, die Ruhe der Polargegenden ist vorbei. Zunehmend wird LNG demgemäß auf Fähren eingesetzt, die kurze Strecken fahren mit festen Routen. Eisbrecher fahren fast ausschließlich mit LNG. Containerriesen beginnen und Tanker ebenfalls. Hier sind, damit das mit dem Auftanken, mit dem Zwischentanken weiter klappt, sind weitere Planungen und weitere Verbesserungen und Ausbauten nötig. Aber eins muss man immer sagen, LNG, diesen Wunderantrieb, ist nicht klimaneutral. Nur dann, wenn der Kohlenstoff aus der Luft genommen wird und der Wasserstoff mit Wasserstoff reduziert wird. Der Wasserstoff muss grün oder auch bei Wasserstoff nennt man es auch blau sein. Sonst, wenn wir Erdgas nehmen und verflüssigen, hat das nichts mit einer klimaneutralen Produktion zu tun. Die Flüssigantriebe, die man stattdessen jetzt wählt oder nicht als Ergänzung zu LNG, konzentrieren sich im Augenblick in Deutschland fast schon ein Modewort, flüssiger Wasserstoff, Wasserstoffantrieb. Wunderbar für Yachten, für Fähren, für Binnenschiffe, denn Wasserstoff ist ein Gas, das hervorragend sich eignet. Allerdings ist die Energiedichte geringer als bei Methan. Aber hier sehen Sie einen wasserstoffgetriebenen Schlepper in Antwerpen, der also mit Brennstoffzellen arbeitet. Das wird sich ausbreiten. Es ist aber das Problem immer wieder das Nachtanken, die Tankschiffe, die es gibt. Hier sehen Sie ein Wasserstofftankschiff. Als Projektstudie ist das Foto noch, aber demnächst wird es angefangen, in Bau zu gehen. Es gibt viele weitere klimaneutrale Treibstoffe, die jetzt noch im Versuchsstadium sind oder die ersten Modelle sind in Erprobung. Ammoniak, ein sehr hoffnungsvolles Antriebsmittel, erzeugt aus elektrolytisch erzeugtem Wasserstoff, mit Stickstoff verbunden. Die Chemiker oder die Chemie sich erinnern, Haber-Bosch-Verfahren ist das Stichwort. Ammoniak hat Vorteile. Es ist sehr energiedicht und bei minus 33 Grad flüssig leicht zu transportieren. Wenig CO2, kein Schwefel, wenig Feinstaub. Nicht schlecht, aber teuer, zumindest noch. Was oft erwähnt wird, ein ganz anderer Treibstoff sind Elektroantriebe, also Batterien. Auch hier für kleinere Schiffe mit kurzen und klaren Routen, mit festgelegten Tankstationen sehr bequem. Fährschiffe in Skandinavien fahren sehr oft elektrisch. Die Fähren ins Baltikum, Kiel und Tallinn oder wie sie alle hin dort gehen, die haben grünen Strom. Grün aber nur dann, wenn er wirklich klimaneutral erzeugt wird. Auch da mit Vorsicht. Die Lösung als Kompromiss für diese Einschränkungen sind wohl Hybridantriebe. Hybridantriebe sind die normalen Diesel, Schiffsdiesel zum Beispiel, plus irgendetwas, plus Elektrobatterien. Das sehen Sie hier. Ein Fährschiff auf der Ostsee fährt Hybrid mit Schiffsdiesel und Elektrobatterien. Mit einem Hybridschiff ist die erste Kreuzfahrt erreicht worden. Das Schiff fährt mit LNG, muss dann aber umschalten in der Phase der empfindlichsten Gebiete auf elektrischen Betrieb. Ein anderer Hybridantrieb im Bau oder als Prototypen nur vorhanden, Flüssiggas
plus Elektrobatterien. Das hatten wir. Auch die AIDA Nova jetzt, die ich bringe sie nochmal, hat neu installiert bekommen Elektrobatterien, die jetzt neu als Testantrieb neben Marinediesel und LNG hin und her zu wechseln erlauben. Für ein Kreuzfahrtschiff wichtig, denn dann können die in die sehr attraktiven Polargebiete fahren, sonst nicht. Biotreibstoffe sind eine willkommene Beimischung, also Biofuels, aus Pflanzenölresten, aus Kochölresten. Das klingt absurd, aber es wird gemacht. Und zwar im großen Stil bei der Maersk-Reederei, der größten Reederei der Welt. Die machen da interessante Versuche. Die mischen das dem Schweröl bei und erreichen damit, dass das die Emissionswerte unter die vorgeschriebene Grenze gehen. Und etwas exotisch und im Versuchsstadium sind Motorantriebe plus Hybrid wieder Windsegel. Diese Schiffe, die ersten verkehren schon. Die Segel werden computergesteuert gedreht im Wind und sollen eine CO2-Einsparung von eine CO2-Emissionseinsparung von 20-30% zur Folge haben. Auch Motorantrieb plus, auch wieder Hybrid, Sonnenenergie ist als Studie in Japan schon entwickelt worden. Diese Solarpaneele kann man bewegen und sie sind nach allem, was man hört, erfolgreich ausprobiert worden. Diese Fähre hier in Japan auch fährt Wind-Solar getrieben und die ist allerdings schon 20 Jahre in Betrieb. Ein völlig futuristisch anmutendes Vehikel, das aber sich bewährt. Es gibt viele weitere Antriebsexperimente, möchte ich einmal sagen, oft noch im Teststadium. Futuristische Konstruktionen, muss ich manchmal sagen. Aber ein Faktum ist ganz sicher, was immer sich durchsetzen wird, die künftigen Schiffe werden vollkommen anders aussehen und viel effizienter fahren als das, was wir jetzt gewohnt sind. Ich gebe Ihnen mal ein futuristisches Bild eines Kreuzfahrtschiffes, wie man es annimmt, dass es in 2050 aussehen wird. Mit riesigen Flächen, die Solarstrom erzeugen, Segel, Zug. Das sind also bizarre Dinge. Ob das nun Wirklichkeit wird, ist eine andere Sache. Aber ich fand es sehr interessant, das mal sich vorzustellen. Bei allem, was ich jetzt gesagt habe, darf man eines nicht vergessen. Die einfachste Art, sofort Treibstoff zu sparen, bedarf keinerlei Experimente. Weniger Widerstand muss das Schiff geben durch eine bessere Schiffsform. Die Schraubenform, da arbeitet man intensiv dran. Die Hydrodynamiker schaffen da erstaunliche Leistungen. Verkleidungen des Bugs und der Seiten. Und, was gerade kürzlich ausprobiert wurde, die Unterwasserwände werden mit einer Schicht von feinsten Luftblasen begast. Und dieser Luftblasenmantel verringert die Reibung signifikant. Man spart also sehr viel Energie. Hier sehen Sie ein modernes, stromlinienförmig verkleidetes Containerschiff. Ich habe so eins noch nicht gesehen, auf der Elbe nicht und auch nicht auf den Meeren. Aber das wird in der Zukunft sein und es ist evident, dass das einen geringen Luftwiderstand hat. Der zweite Punkt, wie man sofort auf günstigste Weise Energie sparen kann, ist, dass man ein wenig langsamer fährt. Schiffe auf offener See fahren, wenn man mal von Tankern absieht, fast immer Volldampf. Das heißt mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit. Und jeder, der ein Auto fährt, weiß, was das zu Folgen hat. Extrem hohe Verbräuche.
Wenn man dabei auch nur 30% langsamer führe, würde man 60% Emissionen einsparen. Aber Zeit ist Geld und das geht vor in der Schifffahrt, in der großen Seeschifffahrt vor, rangiert vor allem anderen. Ein ganz anderer Weg, die Abgase zu reduzieren, ist die Reinigung der Abgase durch bestimmte Filtersysteme und durch Waschlösungen, hochkompliziert zum Teil, sogenannte Abgasreiniger, Abgaswäscher oder im Englischen Scrubber. Die sind weit verbreitet, weil sie erlauben, geringere Emissionswerte zu erzielen und doch das billige und schmutzige Schweröl noch weiter zu verwenden. Im Augenblick arbeiten aber immerhin schon 25% der Treibstoff, der Flotte mit diesen Scrubbern. Und das wird weiter steigen, weil sie relativ billig sind. Sie erreichen es, dass die Schwefelemissionen auf 0,5 wie vorgeschrieben runtergehen, sind auch hochwirksam bei Stickoxiden und Feinstaub. Und sie lassen sich relativ einfach einbauen. Aber die Zukunft wird ihnen nicht gehören. Im Augenblick alle Neubauten, die jetzt aufgelegt werden, oder fast alle, arbeiten, setzen auf LNG. Die vorhandenen Schiffe, die sich lohnt, weiterzufahren, die werden mit Scrubbern ausgerüstet. Im Augenblick arbeiten etwa 3.500 bis 4.000 Scrubber-Einheiten in Schiffen und sparen 25% des Treibstoffbedarfs. Das ist schon ganz schön viel. Nun, was ist so ein Scrubber? Wie sieht das aus? Dieses ganze Gebilde hier hinten im Heck, inklusive des Schornsteinaufbaus hier, das ist alles, gehört alles zu der Scrubber-Einheit. So ähnlich sehen sie mehr oder weniger alle aus. Und wie arbeitet das? Ich will das nicht im Einzelnen erläutern. Die Feinstäube werden rausgefiltert, trocken. Die Abgase werden mit einem, die kommen hier rein und werden mit Wasser, mit Tropfennebeln behandelt und werden damit aufgefangen. Und wenn sie dann über Kalk geleitet werden, dann entsteht Gips und dieser Gips wird in Pulverform hier aufgefangen. So sollte man hoffen. Die nasse Reinigung oder die gemischte, trocken und nass, ist das häufigste. Bei der nassen Reinigung produziert man eine alkalische Lösung und schickt das saure Abgas durch diese alkalische Lösung. Das wird dann neutralisiert. Und dann muss es aufbereitet werden, konzentriert werden. Aber dann irgendwann müssen diese Reste entlastet werden und im Schiff gelagert werden. Einfach in das Meer entlassen wird sicherlich gemacht, aber es gibt zunehmend Satellitenbeobachtungen und dann sind so genau, dass man das nachweisen kann. Speziell Stickoxide werden gereinigt, im Prinzip so wie die viel umstrittene Dieselreinigung bei Autos. Katalytische Reduktion, Harnstoff spielt eine Rolle und die Endprodukte sind Stickstoff und Wasser. Das sind solche Systeme, die den Emissionswert erheblich effektivieren und herabsetzen. Zusammenfassend, wie wird die Zukunft aussehen? Kombination der Maßnahmen werden bis 2050 eine massive Reduktion zufolge haben. Einerseits neuartige Treibstoffe, hatten wir eben besprochen. Eine optimierte Maschinentechnik, eine bessere energetische Nutzung, mehrfach
Durchschickung bei Abgasen und so weiter. Und nicht unwichtig, im logistische Abläufe. Wenn die nicht stimmen in einem Hafen, dann passieren solche logistischen Probleme. Das muss manchmal auf die Minute getaktet werden, damit das minutiös genau abläuft. Und das wird sicherlich automatisch, künstliche Intelligenz ist das Stichwort da, eine große Rolle spielen. Diese Stichworte hat nicht irgendwer ausgegeben als Wunsch. Das ist immerhin, wo sind wir jetzt, herausgegeben von den beiden größten Schiffsklassifizierern der DNV und dem germanischen Lloyd. Und das sind wirklich die begründeten Annahmen, wie die Zukunft sich gestalten wird. Die Zukunft 2050, so schätzen diese beiden Vereinigungen und diese großen, wichtigen Klassifizierer, wird folgendermaßen aussehen, 2050. 40% LNG. LNG wird zunehmen, die Scrubber werden an Bedeutung abnehmen. 20% wird Ammoniak sein, 10% Schweröl mit Scrubber, wie gehabt, aber nur 10%. Heute ist es mehr oder wird es mehr sein noch. 10% Elektro auf begrenzten Strecken und im Fährverkehr und Ähnlichem. Und 9% teures, sehr schwefelarmes marines Gasöl. Das ist die Prognose für die Zukunft. Nun, ja, das will ich noch gar nicht zeigen. Nun komme ich auf die grüne Häfen. Da ist Hamburg durchaus nicht in der vordersten Front, wenn es auch gerne so sein möchte. In allen Häfen, das haben Sie gehört, dürfen nur Ausstoße sein von 0,1% Schwefeloxid. Schiffsdiesel wird gefahren. Dennoch verbleiben viele Probleme, Feinstaub, Stickoxide. Welche Ansätze gibt es denn hin zu einer neutralen, umweltneutralen Versorgung in Häfen? Es muss erreicht werden, dass alle Ankommer, egal welche Schiffstyps, mit Elektroanschlüssen versorgt werden, für solange sie an Land sind. Das muss obligat werden, nicht nur für einige Kreuzfahrtschiffe. Das Witzige, in Hamburg gibt es sowas, zeige ich Ihnen hier. Da wird ein Kreuzfahrtschiff gerade die Batterien geladen bekommen. Nur was bisher ist, das ist Augenwischerei, denn das ist nicht obligat. Und es wird auch im Grunde ohne Zwang nicht weiter angenommen, im Großen angenommen werden. Da muss mehr Druck hinter. Und das darf nicht nur für Kreuzfahrtschiffe sein, es muss für alle Schiffe gelten. Alle Bootstypen, alle Schiffstypen. Es ist nicht einzusehen, jedes Mal, wenn ich im Hafen bin, ärgere ich mich darüber, warum die Hafenschlepper und die Hafenfähren nicht elektrisch betrieben werden können. Lotsenboote könnten ohne weiteres, Touristenboote, auch die Binnenschiffe, die abends geregelt an Land gehen und dort aufgeladen werden können. Das ist in Hamburg überhaupt noch nicht üblich, in Rotterdam im Hafen sehr wohl. Man sollte sich nicht wundern, warum Rotterdam immer so führend ist. LNG tanken wird wichtig sein, aber in Häfen nicht nur von Bunkerschiffen aus, sondern von Land aus. Beides. Das geht schneller. Rabattpreise werden ausgelobt für umweltfreundliche Schiffe. Die müssen einfach weniger zahlen und das sind nicht geringe Zahlungen. Das machen große Häfen wie Rotterdam, wie Singapur. Die haben einfach günstigere Liegepreise. Auch die Bagger, die Schiffsbagger, die ja dauernd in Häfen arbeiten, offenbar in allen, können mit umweltfreundlichen Treibstoffen versehen werden. Das ist so ein Bagger mit einem sehr emissionsarmen Treibstoff in Belgien im Einsatz, in Deutschland nicht vorhanden. Aber es bezieht sich nicht nur auf Schiffe, wo man im Hafen sparen kann. Man kann genauso sparen beim Betrieb dieser berühmten Container-Hubwagen, die jeder gesehen hat schon.
dieser Straddles. Die gibt es in Hamburg, Gott sei Dank, mit Hybridantrieb mittlerweile schon. Und dieser Hybridantrieb ist so ausgelegt, dass man beim Herunterlassen der Lasten die Energie zurückgewonnen wird. Das ist durchaus vorteilhaft. In New York gibt es das auch. Aber ich habe noch nie gehört, dass auch die Kräne zum Beispiel mit Hybridantrieb betrieben werden, bis ich belehrt wurde, dass in Shanghai, in China, das durchaus schon üblich ist. Und damit könnte man die wenn man das alles zusammennimmt, kann man die Schadstoffkonzentration in Häfen enorm senken. Nun noch zum Ende kommend biologisch verursachte Umweltprobleme. Durch Faunenverschleppung. Verschleppt werden sogenannte invasive Arten oder Erfolg haben nur die invasiven Arten. Es geht um die. Einmal über den Bewuchs der Schiffe und dann über das Ballastwasser. Das sind die beiden Hauptmechanismen. Der Schiffsbewuchs ist zu 60% beteiligt in der Nordsee und der Ballastwassertransport dieser invasiven Arten zu 40%. In anderen Meeren ist das etwas verschieden. Nun, Sie können sich vorstellen, dieser Schiffsrumpf, wenn der so bewachsen, wie er ist, nicht gereinigt wird, dann gibt es einen Mehrverbrauch von 30%. Wenn man den gesamten Schiffsmehrverbrauch, der durch Bewuchs erzeugt wird, ausrechnet, das hat mal das Umweltbundesamt gemacht, dann entspricht das dem Gesamtschadstoffausstoß Deutschlands, der Verbrauch. Weltweit Schäden durch Schiffsbewuchs belaufen sich auf 30 Milliarden Dollar pro jedem Jahr. 30 Milliarden Dollar, nur durch diesen Schiffsbewuchs. Die andere Situation ist Ballastwasser. Wie gesagt, zu 40% in der Nordsee daran beteiligt, dass man da invasive Arten bekommt, die dann solche Bilder ergeben. Rohre werden verstopft. Ich komme gleich drauf, was massive Schäden zur Folge hat. Die Schäden sind zum Beispiel Vernichtung und Verdrängung heimischer Organismen. Ganze Ökosysteme sind zusammengebrochen und damit Fischereien. Ich komme gleich drauf. Die Fischbrut im Schwarzen Meer ist vernichtet worden und damit war die Fischerei vernichtet für Jahrzehnte. Auch an der amerikanischen Ostküste kämpfen sie mit solchen Verdrängungseffekten. Hölzerne Bauten werden zerstört. Das haben Sie alle schon gesehen, wenn Sie am Strand entlang gehen bei Ebbe. Die Buhnen, aber zum Leidwesen aller Segler, auch Segelboote werden angefressen. Schleusen leiden, wenn sie aus Holz sind. Und dann das Verstopfen der Ventile. Insgesamt hat das Thema Verschleppung durch invasive Arten und Schäden durch invasive Arten eine enorme ökonomische und ökologische Rolle. Ich stelle Ihnen mal einige vor. Das sind die Seepocken, die wir schon in dem anderen Bild sahen. Dicht hier auf einer Boje. Dann der gefürchtete Schiffsbohrwurm. Kein Wurm, sondern eine wurmförmige Muschel, die in der Lage ist, in Holz und nicht nur in Weichholz, in Teakholz und in jedem Holz massiv zu bohren. Und wenn das genügend, die Bohrfunktion stark ist, dann ist die Stabilität natürlich minimal. Sowas kennen Sie vielleicht. Das ist das Resultat von Schiffsbohrwürmern. Auch Schleusentore, Hafenmolen sind betroffen. Zwei anekdotische Erläuterungen dazu. Die Holländer hatten eine fürchterlich schwere Sturmflut, die weite Teile des Landes überschwemmte im 18. Jahrhundert. Dadurch, dass Schleusen immobil wurden, hölzerne Schleusen zerbrachen unter dem Einfluss von Sturmflut, Deichtore gingen kaputt und das Land überflutete. Und Kolumbus, niemand Geringeres, hat von seinen 9 Schiffen, mit denen er gefahren ist, auf seinen verschiedenen Reisen, 4, immerhin fast die Hälfte,
verloren durch die Tätigkeit des Schiffsbohrwurms. Die gingen einfach unter. Nun, das war der Schiffsbohrwurm. Jetzt ein anmutiges, zartes Wesen, die Rippenqualle, Nemiopsis. Rippenqualle, diese Rippenqualle ist heimisch vor der atlantischen USA-Küste, ist mitgeschleppt worden im Ballastwasser und ist in dem Schwarzen Meer zu einer Massenentwicklung gestartet und hat dort in den 80er, 90er Jahren die gesamte Fischerei vernichtet, denn die Larven fressen kleine Fische. Das sind große Tiere hier, die fressen dann Fischlarven in Massen. Ein anderes, umgekehrt, die Dreikantmuschel, die stammt aus dem Schwarzen Meer, diese hier, deren Larven sind mit Ballastwasser an die amerikanische Ostküste gekommen und haben sich dort verbreitet. Da dieses Tier Süßwasser vertragen kann, gingen sie in die großen amerikanischen Seen und haben dort enorme Schäden eingerichtet und tun das bis heute. Sie verstopfen durch ihre Massenvermehrung Kühlwassersysteme, Wasserrohre, und da das alles Süßwasser ist, ist die Versorgung der angrenzenden Städte zum Teil gefährdet. Neuerdings übrigens auch gefunden worden im Bodensee, und der Bodensee ist ja ein Trinkwasserreservoir, und dort haben sich schon die ersten massiven Probleme aufgetan. Nun, was können wir tun? Früher hat man mit Bioziden, Chemikalien diese Tiere bearbeitet. Das ist verboten, weil sie hochtoxische Substanzen enthielten. Ich nenne nur das Stichwort Tributylzinn. Hochtoxisch für Tiere und auch für Menschen. Das ist verboten. Heute am meisten verbreitet immer noch das mechanische Abschleifen. Die Beschädigung des Farbanstrichs, des schützenden Farbanstrichs beim Schiff ist fast unvermeidlich. Hier sehen wir so ein Schiff, den Bewuchs, und hier ein Kreuzfahrtschiff, das gereinigt worden ist von Bewuchs. Die Algenreste stören nicht. Links war es vorher und so ist es jetzt. Das ist natürlich unendlich aufwendig, kostet nicht nur Geld für das Personal, es kostet Liegegeld, und Liegegeld im Hafen ist teuer. Man kann das effektivieren, indem man durch Drohnen die massiv am schlimmsten befallenen Gebiete lokalisiert und dann mit Tauchern allerdings noch mit solchen riesigen Schleifscheiben diese Wände dann traktiert. Modern und in Holland und auch Belgien weit verbreitet sind automatische Bewuchsreinigungsstraßen, wenn Sie so wollen, Waschstraßen. Während das Schiff im Hafen liegt und beladen wird, fahren die heran und arbeiten durch Robotik automatisch. Und ich kann mir das schwer vorstellen, aber es soll funktionieren. In Belgien durchaus, und in durchaus keine Seltenheit. Das Ziel ist immer für alle diese Methoden eine glatte Oberfläche, jahrelange Wirksamkeit gegen Bewuchs und effektiv in Süß- wie in Seewasser. Denn in Süßwasser sterben ja viele ab, und das ist nicht so günstig, denn die Tiere bleiben dann in ihren Gehäusen ja stecken. Das alles muss beides abdecken. Es wird erprobt, durch Copolymere bestimmte Metacrylatverbindungen so zu gestalten, dass sie nicht mehr attraktiv sind und nicht mehr angreifbar sind für die Larven und für diese Seetiere. Auch die Chemie, die Nanochemie in diesem Fall, spielt eine große Rolle. In Mainz entwickelt und damals auch in Nature publiziert, dass Nanopartikel beigefügt den Farbanstrich als Katalysator wirken können, Nanopartikel aus Vanadium-Pentoxid. Dieser Katalysator verhindert verschiedenste Arten von Fouling. Sehr effektiv. Es ist getestet worden, ich habe leider noch nicht wieder neue Daten gehört. Das müsste sich ja eigentlich sehr gut durchsetzen. Man hört immer wieder biologische Repellents, abstoßende Wirkung, die dem Farbanstrich beigemischt werden.
Das sind meistens Bakterizide. Diese Bakterizide wirken, wie der Name sagt, auf die Bakterien, die auf der Oberfläche sich ansiedeln, als erstes tödlich. Und dieses Bakterienansetzen ist offenbar nötig für das spätere Ansetzen von Algen und von Tieren. Fehlen die Bakterien, setzen auch die sich nicht an. Das sehen Sie alle. Wir kennen das, wenn wir Brauntange sehen. Viele Brauntange, die schwimmen permanent im Wasser, haben aber auf ihren Talli, auf ihren Blättern keinerlei Bewuchs durch Muscheln oder Seepocken. Die arbeiten nach diesem biologischen Repellence-Prinzip. Auch das ist in Erprobung und gewisse physiologische Effekte dieser Art sind in Südkorea, die führende Seenation, schon weit verbreitet im Ansatz. In Europa wird es in Schweden gerade erprobt. Zum Ende Ballastwasser. Wenn Sie nicht mit der Seefahrt vertraut sind, werden Sie sich fragen, warum brauchen die Schiffe überhaupt Ballastwasser? Nun, Ballastwasser dient als Stabilisator bei Fahrt ohne Ladung. Dafür ist es zwingend nötig, sonst würde das Schiff zu sehr schwanken. In Größenordnung, jährlich werden 2 Millionen Kubikmeter Ballastwasser aus außereuropäischen Häfen, allein in deutschen Häfen, abgelassen, weil die dort Ladung aufnehmen. Ein großes Containerschiff benötigt 100.000 Kubikmeter Ballastwasser, nur um Ihnen eine Größenordnung zu geben. Und wenn sich nur eine Larve pro Liter im Wasser befindet, in diesem Ballastwasser, dann wären das 6 Millionen Individuen pro Tag, die in deutschen Häfen dann abgelassen würden. Das ist nach einer Studie des Umweltbundesamtes errechnet. Und dann würden etwa alle 9 Wochen weltweit eine neue Spezies irgendwo eingeschleppt, wenn man das hochrechnet. Das ist also zwingend nötig, da was zu tun. Der Austausch des Wassers, der nötig ist für die Stabilität, muss kontrolliert werden. Aber einfaches Ablassen ist nicht erlaubt. Auch da hat die IMO eine Convention getroffen, die 2017 beschlossen wurde und 2024 zwingend für alle größeren Schiffe, die hochseegängig sind, vorgeschrieben. Es wird kontrolliert, dass Ballastwasseraustausch in den Häfen passiert. Alle neuen Schiffe müssen ab 2024 Reinigungsanlagen haben und ist als Resultat in einem Kubikmeter Ballastwasser dürfen nicht mehr als 10 lebensfähige Organismen sich aufhalten. Nun, wie kontrolliert man sowas? Durchs Mikroskop, das würde sicherlich nicht gehen, das kann man nicht machen bei den Mengen. Aber es gibt eine interessante Methode und ein paar mehr auch, aber eine habe ich mir rausgepickt, nämlich durch Biolumineszenz. Man nutzt die Biolumineszenz aus, die ATP bei der richtigen Beleuchtung aufleuchten lässt. Und lebende Organismen haben diese ATP-Strahlung unter dem richtigen Licht. Und das kann man nachweisen. Und da kann man die lebenden Partikel auf diese Weise zählen. Und das geht recht schnell, muss auch recht schnell gehen, denn das Schiff muss ja wieder neues Wasser aufnehmen. Mechanische Reinigung ist problematisch. Man kann es machen, mehrmaliges Filtern, Zentrifugieren in rotierenden Trommeln. Das trennt die größeren Partikel und Sediment ab. Ultraschall zur Feinklärung kann verwendet werden, UV-Bestrahlung und chemische Zusätze. Da sind wir wieder bei den Bioziden und das ist problematisch. Das zusammengenommen ist folgendes dann eine riesige Apparatur mit all den, also mehrmaliges Filtern, Zentrifugieren, Ultraschall, UV-Bestrahlung, chemische Zusätze. Das erfordert solche Anlagen. Aufwendig und nur so zu bewältigen. Es gibt eine Methode, die ganz interessant ist. Wenn man Salzwasser in die Tanks tut und das hydrolysiert, dann kann man elektrischen Strom durchschickt, dann entsteht Hypochlorit. Und dieses Hypochlorit tötet Organismen. Eine Methode, die
Ich habe noch keine Ergebnisse gehört, die aber recht vielversprechend erscheint. Ein ganz anderer Weg ist, dass man das Wechseln des Wassers gewissermaßen auslagert. Ein Schiff kommt in den Hafen, dann kommt ein Wasserschiff an, nimmt das alte Ballastwasser mit, das nicht mehr gebraucht wird, und ein anderes Schiff kommt und braucht Ballastwasser, weil es die Ladung gelöscht hat, wird durch garantiert reines Ballastwasser versorgt. Also ein Versorgungszyklus durch entsprechend ausgerüstete Schiffe. Das wird schon durchaus gemacht, in Holland üblich. Lieferung aufbereiteten Ballastwassers. Sie sehen, und damit komme ich zum Schluss. Zusammenfassend, es gibt kaum ein einzigartige universelle Wundermittel, sei es bei den invasiven Arten, sei es aber auch bei der Reduktion von Schadstoffen, bei der Entwicklung reinerer, sauberer Treibstoffe. Es gibt viele Wege dahin. Aber wir befinden uns, so habe ich den Eindruck, und das habe ich durchaus besprochen mit anderen, am Anfang einer Welle hin zu dem, was man Smart Shipping nennt. Vergleichbar durchaus dem Autoverkehr. Wir müssen dahin kommen, an den Küsten umweltschonender und gleichzeitig energiesparender zu sein. Denn eins ist klar, in einer global agierenden Welt, die im Seefahrtsbereich keine Grenzen kennt, müssen die Umweltziele auf See genauso ehrgeizig sein wie die, die wir an Land so häufig hören. Und Sie hörten auch, vieles ist noch problematisch und vieles wird erprobt. Aber im Gegensatz zu der Situation an Land, wo das auf die einzelnen Staaten mit eigener Gesetzgebung konzentriert ist und die einen machen mit, die anderen machen nicht mit, gibt es auf See in allen Ozeanen die IMO, und die überwacht das als Kontrollorgan und Überwachungsorgan. Und das gibt mir persönlich Hoffnung, dass wir auf dem Gebiet der Seefahrt, Umwelt einen hoffnungsvollen Lichtstrahl haben. Und mit diesem Bild, der den hoffnungsvollen Lichtstrahl zeigt, möchte ich schließen. Dankeschön. So. Ja, lieber Herr Giere, bin ich dran jetzt, Herr Schmidt-Reser? Moment, ich muss noch die genau, stoppen. Einen Moment. Ja. So, jetzt. Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Herr Giere, für diesen